Der Kampf der Großmächte geht um die Erdölfelder der Welt. Die Karte zeigt die Erdölvorkommen und Produktionszentren im europäischen und vorderasiatischen Raum. Die Erdölversorgung der Achsenmächte ist gesichert aus heimischen, galizischen und rumänischen Quellen. Die russischen Erdölgebiete liegen nördlich und südlich des Kaukasus. Die Erdölvorkommen der Engländer im Irak. Beide befinden sich in der Reichweite der deutschen Waffen. Die riesigen Sammeltanklager in Batum am Schwarzen Meer und in Haifa am Mittelländischen Meer, Endpunkte der Erdölleitungen, liegen im Bannkreis der deutschen Luftwaffe. Diese Luftaufnahme zeigt ein großes Erdölgebiet. Das charakteristische Gesicht eines Ölfeldes sind die zahlreichen, gleichsam aus der Erde wachsenden Bohrtürme. Das Erdöl lagert in Hohlräumen der Erdrinde in verschiedenen geologischen Schichten. Bevor man nach Öl bohrt, wird das als erdölfündig bekannte Gebiet nach den modernsten geophysikalischen und geologischen Methoden durchforscht. Hier ein neu entstehender Bohrturm. Modernste Drehbohrverfahren werden angewandt. Tief am Gestänge in der Erde bohrt der Meißel. Der sich drehende Bohrtisch setzt ihn in Bewegung. Es gibt Bohrlöcher von mehr als 2000 Meter Tiefe. Der entstehende Gesteinsschlamm, Bohrschmand genannt, wird durch Wasser herausgespült. Ist eine Bohrung so fündig geworden, dass das Öl durch eigenen Gasdruck von selbst läuft, wird sie sofort an Sammeltanks angeschlossen. In vielen Fällen ist es jedoch notwendig, das Erdöl aus dem Bohrloch herauszupumpen. Bewegen sich die Schwänge und pumpen das Öl aus der Tiefe, bis es versiegt. Inzwischen werden neue Bohrlöcher erschlossen. Das rohe Erdöl ist das Ausgangsprodukt für Treibstoffe und Schmieröle. Von den Bohrfeldern gelangt das Erdöl zu den Raffinerien. Hier wird das rohe Erdöl zu Benzin, Dieselöl und Schmieröl aufgearbeitet. Die Destillationsanlagen. Wohin der Blick sich wendet, überall Sammeltanks, Kesselanlagen, ein Gewirr von Rohrleitungen, weiße Schwaden, die zum Himmel steigen. Von den Raffinerien geht der Kraftstoff zum Verbraucher. Liegen die Ölfelder weit ab von den Raffinerien und Verladestationen, ist die Verlegung einer Erdölleitung trotz anfänglich hoher Kosten am wirtschaftlichsten.
Stahlrohre werden überirdisch oder in Gräben verlegt. Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse werden die mit Faserstoff umwickelten Rohre geteert und durch elektrische Schweißung miteinander verbunden. Solche Ölleitungen sind oft hunderte von Kilometern lang. Die immer stärker ansteigende Erdölgewinnung bedingt den Neubau von Sammeltanks, die für die Lagerung der Erdölerzeugnisse notwendig sind. Die Tanks werden aus Stahlblechen zusammengenietet, die je nach der Schwere des zu lagernden Öles mit Einrichtungen zum Schutz gegen Verdunstung versehen sind. Den Transport der fertigen Kraftstoffe besorgt neben der Eisenbahn vor allem die Fluss- und Seeschifffahrt. Schläuche leiten den Kraftstoff in weitbauchige Tankschiffe. In großen Nachschubtanklagern werden die für die Wehrmacht notwendigen Kraftstoffe bereitgehalten. Fässer und Kesselwagen rollen Tag und Nacht. Sie bringen dem Motor das Leben und die Kraft zum Kampf. Thank you.
Thank you.